kurz zu meiner Person. Ich bin jetzt seit 2 Monaten hier im Unternehmen, beziehungsweise bei der Tochter der Firma Weismann. Dort als technischer oder als Betriebsleiter. Habe hier aber eine Doppelfunktion. Ich bin hier beim eServer auch noch für die Technik verantwortlich. Sprich, beim Weismann bauen wir ja momentan die eServer, die Schaltschränke, und machen auch die Montage und Inbetriebnahme, begleiten praktisch den Kunden bei den Messungen. Und dementsprechend ist das schon eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe, der ich mich gerne gestellt habe. Und dementsprechend muss ich sagen, ich bin ein Vollblut-Elektrotechniker. Ich liebe meinen Job und dementsprechend werdet ihr das auch erleben, dass ich eigentlich nicht gerne oberflächlich über irgendwas rede, aber ich muss es auf ein Level runterschrauben, dass es auch hier jetzt gerade jeder versteht. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Heutiges Thema: Scheinwirkblind. Was? Was steht für Leistung, Strom und Spannung? Wir haben da verschiedene Definitionen. Dann werden wir das Thema Oberwellen angehen und dann gibt es noch Neuerungen am eSaver. Dadurch, dass ich jetzt drüben beim Weismann bin, die ersten Schränke sind jetzt wir bauen ja kontinuierlich, haben wir jetzt festgestellt, was man vielleicht verbessern könnte, um, ich sag mal, einen Mehrwert für den Kunden rauszuholen und auch, ich sag jetzt mal, effektivere Montagen hinzubekommen, sodass wir schneller werden und dementsprechend ein durchgängiges System über alle Größen auch bekommen. Kommen wir kurz auf das Thema Blindleistungen. Ich habe jetzt hier mal in Rot, ist alles, was mit dem Thema Schein zu tun hat. Schein ist das, was man nicht greifen kann. Grün ist alles das, was Wirk ist. Wirk ist das, was praktisch zu einer Arbeit führt. Arbeit in Form von Licht ausstrahlen, von einem Motor, der sich dreht. Das ist die Arbeit, die ich dann entnehmen kann. Wie viel kann jetzt dieser Motor rauf oder runter heben, wenn es ein Hubwerk ist? Oder ein Rührwerk, mit wie vielen Tonnen kann dieses Rührwerk sich drehen. Und leider gibt es diese Ballast-Blindleistung, Blindstrom oder Blindspannung. Immer wenn wir praktisch Induktivitäten haben wie Motoren, Schweißgeräte oder Frequenzumrichter, da haben wir dann induktive Lasten. Das bedeutet, der Strom, der ist praktisch 90 Grad versetzt zum Spannungsverlauf. Ob es jetzt positiv oder negativ ist, wollen wir uns heute nicht drüber unterhalten. Wir haben praktisch eine Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung und dann ist es schon ein Indikator für eine Blindleistung bzw. eine Blindstrom. Die blauen Felder, da werde ich nachher noch drauf zu sprechen kommen oder können wir kurz ansprechen, das sind jetzt Werte, die ihr mit euren Bordmitteln, die ihr zur Verfügung habt, messen könnt. Wir können praktisch die Netzspannung, 400 Volt jetzt in diesem Beispiel, könnt ihr, ich sag mal, an dem NSHV oder an der Mittelspannungsanlage oder der Betriebselektriker, der kann euch dementsprechend sagen, wir haben eine Netzspannung hier zwischen 405 oder 407 Volt oder ihr könnt es dementsprechend auch an den Messgeräten, die an den Verteilungen angebracht sind, ablesen. Ströme, wenn ihr jetzt mit einer Amperezange, mit einer Strommesszange Ströme mal messen würdet oder der Betriebselektriker macht es, er misst immer nur Scheinströme. Es gibt Messungen, die auch Wirkströme messen können, aber die sind einiges aufwendiger und dementsprechend ist das in vielen Betrieben nicht so geläufig, dass derjenige, der dort den Strom misst, eigentlich nur einen Scheinstrom misst. Und wenn wir jetzt wieder bei dieser Leistung bleiben, da könnt ihr dann immer ein schönes Beispiel machen, wie jetzt hier, ihr habt einen 100 kW Motor. Dieser 100 kW Motor kann praktisch eine Last nachher heben mit so und so viel Tonnen. Aber wenn man jetzt diese berühmte Formel U mal I mal Wurzel 3 nimmt, dann wird man feststellen, 200 mal 400 sind irgendwas um die 80.000. Dann kommt noch Wurzel 3 dazu mit 1,731. Mit anderen Worten haben wir diese 100
1000 Watt auf jeden Fall locker überschritten. Und dann kann man dem Elektriker schon sagen, schau an, das ist deine Scheinleistung, die sich da praktisch aus diesem Scheinstrom und Scheinspannung oder Netzspannung berechnet. Und das Delta dazwischen ist halt eben deine Blindleistung. Jetzt sieht man aber hier, dass die Scheinleistung jetzt in dem Beispiel 141 kVA sind und die Blindleistung genauso groß ist wie die Wirkleistung. Also man kann das jetzt nicht einfach subtrahieren, das hängt damit zusammen, dass praktisch die Blindleistung um 90 Grad versetzt ist. Und wie das im Detail aussieht, habe ich in der nächsten Bild dargestellt. Wir haben praktisch ein Dreieck. Zwischen dem Wirk- und dem Blindanteil ist immer ein 90-Grad-Winkel und deswegen kann man das nicht einfach voneinander subtrahieren. Und die Hypotenuse daraus, jeder hat mal Mathematik ein bisschen in der Schule gehabt, ist praktisch diese Scheinleistung, Scheinstrom, der sich daraus ergibt. Und wenn man jetzt über diesen berühmten Cosinus Phi sich unterhält, dann sieht man hier, das ist praktisch die Division aus Wirkleistung durch Scheinleistung. Das ergibt den Cosinus Phi. Und je größer dieser Cosinus Phi ist, umso näher tut sich die rote Linie der grünen Linie annähern. Und wenn sie dann genau übereinander liegt, dann haben wir einen Cosinus Phi von 1 und dann haben wir keine Blindleistung mehr. Und das ist eigentlich für jeden Industriellen der Wunsch, dass er praktisch keine Blindleistung mehr hat. Wenn wir dieses Dreieck jetzt mal nehmen und münzen das auf den Strom um, dann haben wir einen Wirkstrom, der uns ermöglicht, dass unser Produkt gefertigt wird. Wir haben praktisch einen Blindanteil, der uns praktisch nichts bringt, aber Kosten verursacht, weil wir müssen die ganze Verkabelung in einem Betrieb auf diesen Scheinstrom auslegen. Und wenn wir jetzt noch mal eine Folie zurückgehen, wir haben jetzt dort das Beispiel, der Wirkstrom sind 144 Ampere, aber wir müssen die Verkabelung auf 204 Ampere auslegen, dann sind da mal ganz locker zwei Querschnittsgrößen dazwischen oder auch drei, die dementsprechend ein dickeres Kabel notwendig machen. Und wenn jetzt zum Beispiel gerade bei einer Neuinstallation, ich sage jetzt mal, der Kunde, der baut jetzt eine neue Halle, hat eine Trafostation und will sich dementsprechend mit unserem E-Safer beschäftigen, dann kann man das herrlich als Argumentation bringen, dass er schon mal von seiner Verkabelung einiges an Querschnitten einsparen kann. Gut, gehen wir mal eben schnell ein paar Beispiele durch. Hier haben wir jetzt mal, wie vorhin gezeigt, die Wirkleistung und Blindleistung beides mal mit 100. Wir haben praktisch jetzt die grüne und die schwarze Linie sind jetzt gleich lang. Daraus ergibt sich ein Winkel unten von 45 Grad. Also hier unten ist dieser Phi, dieser Winkel Phi. Sprich, wir haben eine ziemlich hohe Scheinstrom mit diesen 144 Ampere. Wenn man jetzt eine andere Anlage hat, wo zum Beispiel die Blindleistung nur noch halb so groß ist, dann sieht man, dass dieses Dreieck kleiner wird und wir praktisch mit der roten Linie der grünen immer näher kommen. So, wenn man jetzt eine Kompensationsanlage in der Industrieanlage vorfindet, dann kompensiert die vielleicht jetzt auf einen Wert von 0,96, was dort jetzt angezeigt ist. Wir haben dann unten aber immer noch einen kleinen schwarzen Anteil, der dementsprechend Blindströme verursachen. Nur wir sehen jetzt, dass der Scheinstrom von 204 Ampere auf 150 Ampere schon runtergegangen ist und dementsprechend hat der Kunde 50 Ampere weniger über ein Stromkabel zu führen und hat dadurch bedingt auch weniger Erwärmung und hat auch dadurch bedingt weniger Verluste. So, und jetzt kommt unser E-Safer ins Spiel und der drückt praktisch diesen schwarzen Anteil nochmal weiter nach unten. Wo ich aber jetzt auch darauf hin möchte, das hat der Herr Hartmann heute Morgen auch schon gesagt, unser E-Safer kann keine Kompensationsanlage ersetzen. Also wenn jetzt jemand den Irrglauben hat, wir haben praktisch einen Cosinus Phi von 0,6 oder 0,7 und denkt jetzt, ach, ich kaufe statt einem Kompensationsanlage einen E-Safer, hat etwa den gleichen monetären Anteil, dann haben wir das Problem, dass wir, ich sag jetzt mal, nur, ich sag hinten bei 0,04 oder 0,05 den Cosinus Phi verändern können. Das ist einfach, weil wir praktisch keine Kondensatoren im E-Saver drin haben
Und das ist auch der Unterschied. Eine Kompensationsanlage ist ein wartungsanfälliges Bauteil. Kondensatoren, die haben eine Flüssigkeit drin, die nach 4-5 Jahren austrocknen können. Die Kondensatoren, die haben dann nicht mal die Kapazität. Das würden wir praktisch nachher bei den Messungen sehen, dass der Cosinus Phi abhaut. Und dann habe ich schon erlebt, dass auch diese Flüssigkeit in diesen Kondensatoren anfangen zu kochen. Und dementsprechend gibt es dann eine Gasung, die kann dann auch zu einer Explosion führen. Und das sind dann ganz hässliche Branderscheinungen. Und bei unserem E-Safer, es ist ja nur ein Magnetfeld. Und Magnetfeld erleben wir tagtäglich. Also in jedem Steckernetzteil ist eine Spule drin, da haben wir Magnetfelder und so weiter. Und dieses Magnetfeld, das ist wartungsfrei. Man hat praktisch einen Kupferdraht, der um einen Eisenkern gewickelt ist und schon haben wir ein Magnetfeld, was dementsprechend erzeugt wird. So, und jetzt hier bei dem E-Safer, um es nochmal deutlich zu machen, wir haben einen Regelbereich, den der E-Safer benutzen kann. In dem Fall jetzt hier einfach nur fiktiv als Beispiel 0,96 zu 0,99. Was man nie machen sollte, eine Kompensation auf 1 auslegen. Wenn ihr draußen mal damit konfrontiert seid, oh, wir haben so eine gute Kompensationsanlage, die hat einen Cosinus Phi von 1. Dann immer gleich den Kunden darauf hinweisen, es können ganz gefährliche Parallelschwingkreise auftreten, die zwischen der Kompensationsanlage und der Kundenanlage Querströme zum Fließen bringen, die dementsprechend Kabelbrände auslösen. Da kann ich kurz aus meiner Historie eine Geschichte erzählen. Ich war auch mal längere Zeit selbstständig, hatte einen eigenen Betrieb, habe aufgrund eines Unfalls den leider verloren. Wir hatten dort einen Industriekunden betreut, der dementsprechend auch eine Kompensationsanlage hatte. Und der sagte zu mir, du, irgendwie ist alles ganz komisch. Wir verbrauchen immer mehr Strom. Ich sage, wo verbraucht ihr mehr Strom? Ja, irgendwie, unser Betriebselektriker hat da festgestellt, dass wir praktisch hier mit dem Leitungsquerschnitt nicht mehr klarkommen. Da ist ein Sachverständiger entlang gelaufen an der Kabelrinne und hat gesehen, dass das Kabel von dem Niederspannungshauptverteiler zu dem Unterverteiler richtig warm geworden ist. Ob ich mir das mal angucken kann. So, habe mir das angeschaut und habe praktisch festgestellt, dass die Kompensationsanlage auf 1 lief und dementsprechend ein unzulässiger Strom zwischen der Kompensation und den Unterverteilern geflossen ist, was praktisch die Kabel so stark belastet haben, dass die praktisch wirklich schon so weich wurden, dass die Isolierung angegriffen war und ausgetauscht werden mussten. Wir haben die Kompensation dann richtig eingestellt. Und deswegen sollte man bei einer Kompensation eigentlich nie besser werden wie 0,98, weil sonst hat man wirklich ein Problem, dass man unzulässige Querströme kriegt. Kurz hier noch zur Erklärung. Also wir haben jetzt praktisch zu der ursprünglichen Ausgangssituation einen kompensierten Bereich, der von der Kompensationsanlage kommt, den Bereich, den der E-Safer abdeckt und den Teil, den wir auf gar keinen Fall wegkompensieren wollen. Hier sind noch mal ein paar Begrifflichkeiten aufgelistet. Was ist überhaupt ein Cosinus Phi? Das ist ein Lastfaktor. Wir haben ja bei uns in den Anlagen von Siemens das Centron 3200 drin. Das ist so eine Multimesseinheit. Ich komme nachher noch drauf. Da kann man praktisch durchblättern und sieht LF für Lastfaktor. Und das ist nichts anderes wie der Cosinus Phi, das Verhältnis zwischen Wirk- und Scheinleistung. Und was dann auch wichtig ist, das ist dieses THD. Deswegen, wenn ihr jetzt bei einem Industriekunden seid, die haben in der Regel auch solche Messeinrichtungen, ob es jetzt das Centron ist oder von einem anderen Hersteller, ist egal. Aber THD wird eigentlich auch bei diesen Messgeräten angezeigt. Das zeigt uns den Oberwellenanteil an. Und dementsprechend kann man schon sehen, wie versaut ist eigentlich diese Kundenanlage und kann Rückschlüsse darauf ziehen, wie wir dort, ich sag mal, nachher vorzugehen haben. So, dann haben wir kurz erklärt, was Schein- und Wirkleistung ist, wie man das berechnet. Und darüber hinaus, wenn da Fragen sind, könnt ihr dann gerne auf mich zukommen. So, dann wollen wir uns kurz dem Thema Oberwellen. Ich habe jetzt hier mal eine Sinuskurve mit 50 Hertz angemalt. Was bedeutet das? 50 Mal in der Sekunde haben wir einen Kurvenverlauf, der genau dem ähnelt.
was jetzt da in Schwarz dargestellt ist. Das ist eine einphasige Darstellung, also zwischen einer Phase und dem Sternpunkt, in dem Fall dem N-Leiter. Und wir haben eine rote Linie, das ist unser Effektivwert. Und das ist immer das Schöne, wenn man sich mit Elektrikern unterhält, was ist denn überhaupt der Effektivwert? Wenn man jetzt die rechte Seite, wo die Welle ins Negative geht, nach oben klappen würde und würde einen Hammer nehmen und alle schön rechteckig kloppen, würde genau diese rote Linie rauskommen. Das ist nämlich praktisch die Addition oder die Fläche von beiden Kurven, von der negativen Halbwelle und der positiven Halbwelle. Und das ist der Effektivwert. In dem Fall 230 Volt. Und dementsprechend ergibt es eine Spitze von 324 Volt, wenn es ideal ist. Ganz wichtig, also der Spannungsverlauf, ich sag mal, wir messen mit unserem Multimeter 230 Volt. Aber wir haben praktisch eine Spannungsspitze, die bis 324 Volt hochkommt. Und jetzt kommt das Thema Oberwellen da ins Spiel. Wir haben jetzt hier die fünfte Oberwelle, das bedeutet, unser Grundsinus ist die erste Oberwelle oder Welle erster Ordnung. Und die fünfte bedeutet nichts anderes, die durchläuft fünfmal schneller diese Frequenz durch, sprich mit 250 Hertz. Was das nachher im Detail bedeutet, sehen wir gleich noch auf den nächsten Folien. Ich will euch nur ein bisschen an das Thema heranführen. Jetzt muss man praktisch zu jedem Zeitpunkt eine Addition von der schwarzen und der grauen Kurve machen und erhält diese grüne Kurve. Und das ist eigentlich die wahre Kurve, die praktisch mit einem anderen Messgerät als einem Multimeter gemessen werden kann. Und dann sieht man praktisch, was eigentlich da draußen für eine Sauerei in unseren Spannungsnetzen los ist. Und jetzt sieht man, dass praktisch wir keine Spitze mehr von 324 Volt haben, sondern die geht schon hoch bis 400 Volt. Und dementsprechend kann es Oberwellen geben, die das dann noch weiter verstärken, dass man Spannungsspitzen bis 600, bis 700 Volt bekommt. Und ich habe letzte Woche von einem unserer Mitarbeiter eine Frage gekriegt. Erklär mir doch mal, was bedeutet eigentlich H05 und H07? Und da sind wir genau bei dem Thema. Viele Leitungen sind eigentlich nur bis 400 Volt zulässig. Und dementsprechend, wenn man dann praktisch in Spannungsregionen kommt, die weit höher sind, dann verletzen wir praktisch die Isolation dieser Leitungen. Und dann kann es zu Spannungsüberschlägen kommen und dementsprechend hat man plötzlich mehr Schaden, als das man eigentlich wollte. Und das ist durch diese Oberwellen geschuldet. Hier habe ich euch jetzt mal die Kurven dargestellt von einem typischen Frequenzumrichter. Ein typischer U-Frequenzumrichter, es gibt I-Umrichter und U-Umrichter, aber zu 99% werden ausschließlich U-Umrichter eingesetzt. Da hat man praktisch eine fünfte, eine neunte, eine elfte und dann geht es hoch bei 15, bei 21 und so weiter geht es weiter. Haben wir Oberwellen, die dementsprechend mit 250 Hertz, mit 450 Hertz und mit 550 Hertz unseren Sinus praktisch überlagern. Und daraus ergibt diese resultierende grüne Kurve und dementsprechend haben wir dort Verbraucher drin, die praktisch jedes Mal, wenn wir praktisch aus unserem Sinus eine Gleichspannung machen, dann zerhacken wir diesen Sinus und bilden uns daraus Rechtecke. Und diese Rechtecke, die erzeugen praktisch jedes Mal durch diesen Stromanstieg an dieser Flanke erzeugen die uns praktisch diese Oberwellen, weil jede Stromflussänderung erzeugt praktisch eine Oberwelle. Wenn wir einen kontinuierlichen Sinus haben, fällt das gar nicht ins Gewicht, aber dadurch, dass wir hier praktisch ziemlich steilen Stromanstieg haben, haben wir dort praktisch eine Gefahr, dass wesentlich mehr Oberwellen erzeugt werden und diese Stromanstiege praktisch eine Gegeninduktionsspannung erzeugen. Aber da kommen wir gleich noch zu, weil das werden wir nämlich beim E-Safer genau für uns nämlich ausnutzen. Also nochmal zur Erklärung, das ist ein typischer Verlauf von einem Frequenzumrichter. Und ich habe letzte Woche Donnerstag da bei der Veranstaltung mit etlichen Stadtwerken Leuten gesprochen. Es wird demnächst eine neue Norm rauskommen, wo wir uns praktisch nicht mehr über diese Oberwellen bis 25 Kilohertz unterhalten, sondern man guckt mittlerweile bis 500 Kilohertz hoch. Ich kann aus meinem Privatbereich erzählen,
Ich habe bei mir im Haus ein WLAN installiert, über 2 Etagen. Und dementsprechend fängt man dann an mit Repeatern und versucht das WLAN-Signal auch noch durch die Betondecke irgendwie durchzukriegen. Und irgendwann war es mir einfach leid. Ich habe dann gesagt, ich möchte eine richtige WLAN-Kanone haben, die dann einfach oben einen Access Point hat, unten einen Access Point und dementsprechend kann ich durch beide Betondecken durch. Habe das Ding installiert. Da ich Elektrotechniker bin, kann ich mir die Oberwellen anschauen und war erschrocken, was ich dort für Oberwellen plötzlich in meiner Hausinstallation habe. Da tut plötzlich das WLAN so viel Energie ausstrahlen, was mir in meine 220 Volt Hausinstallation einstrahlt und mir praktisch Oberwellen verursacht. Also wenn man da jetzt mal guckt auf die Gerätespezifikation, klebt jeder Horst mittlerweile ein CE-Zeichen drauf, aber er hat eigentlich die Normung eigentlich verletzt. Also CE darf man nur draufkleben, wenn man ein EMV-geprüftes Gerät hat. Und EMV, das ist nicht irgendwas Larifarisches, das heißt elektromagnetische Verträglichkeit, sprich man darf nur so und so viel Oberwellen ins Netz reinbringen und wenn man mehr reinbringt in so ein Netz, macht man sich strafbar. Es gibt die sogenannten technischen Anschlussbedingungen, die sind in ganz Deutschland von jedem Stadtwerken kann man die lesen, die sind allgemeingültig, jedes Stadtwerk kann diese Norm nochmal verschärfen und da steht ganz deutlich drin, wie hoch die Oberwellen sein dürfen und wie hoch ein Cosinus Phi sein darf. Und dementsprechend ist das eine ganz wichtige Sache in eurer Argumentation, dass der Cosinus Phi nicht schlechter wie 0,9 sein darf. Dann hat jeder Kunde schon mal die Maßgabe, er muss sich um eine Kompensationsanlage kümmern. Und wenn das nicht macht, macht er sich eigentlich strafbar. Und das muss man den Leuten auch mal deutlich als Spiegel davor halten. Wenn die alle meinen, die hätten tolle Anlagen, die haben in der Regel, halten die sich nicht an diese technischen Anschlussbedingungen. So, und dann steht zum Beispiel auch drin, dass man Motoren, die über 4 kW sind, nicht direkt einschalten darf. Und das ist zum Beispiel jetzt beim Thema Röhm in so einem Kieswerk. Jetzt sagen die alle, ja, ich habe doch da meinen Mittelspannungstrafo dazwischen. Und wenn ich da jetzt fett zuschalte, das merkt doch gar keiner. Diese ganzen Oberwellen, die werden praktisch mit in die Mittelspannung hochtransferiert und dementsprechend versaut es, ich sag mal, auch die umliegenden Gemeinden mit Oberwellen und das bereitet diesen ganzen Stadtwerken schon immense Probleme. Gut, jetzt kommen wir zum E-Safer. Was macht der E-Safer? Ich habe jetzt hier zu dem vorherigen Kurve die grüne Kurve jetzt mal unterteilt zu der schwarzen, die unsere Netzspannung darstellt. Jetzt haben wir hier praktisch, brauchen wir mehr Spannung, als wir eigentlich zur Verfügung haben. Der E-Safer, der ist praktisch ein Riesenspeicher für magnetische Felder. Dadurch, dass wir praktisch in diesem Eisenkern von dem Transformator ein Magnetfeld drin haben, können wir diese Flächen praktisch aus diesem magnetischen Fluss wieder in eine Wirkleistung umwandeln und dementsprechend diesen Kurvenverlauf diese Spannung zur Verfügung stellen. So, und das hat das Schöne, jetzt haben wir praktisch unseren E-Safer, am Abgang wird diese Sauerei gefordert, dann geben wir denen die Sauerei und auf der Netzseite kommt diese Sauerei gar nicht an, weil wir zu dem Zeitpunkt gar nicht diese Erhöhung, die wir hier jetzt bräuchten, praktisch aus dem Netz ziehen, sondern aus diesem Magnetfeld von dem Transformator. Soweit verstanden. Nicht. Also, schauen wir uns hier jetzt mal an. Die ursprüngliche resultierende Kurve, die grüne, die wir vorhin in dem vorigen Bild hatten, liegt hier jetzt unter der schwarzen. Sprich, wir haben einen Spannungsüberschuss. So, und dieser Spannungsüberschuss wird von diesem Transformator in ein Magnetfeld umgewandelt. Und es gibt Magnete, die können, ich sag jetzt mal, wie ein Dauermagnet, ich sag mal, über Jahre dieses Magnetfeld speichern. Und es gibt Magnete, wie jetzt zum Beispiel bei einem Spielzeugtransformator, bei der Modelleisenbahn, da kann ich einen Kurzschluss machen, da ist das Magnetfeld innerhalb von 0,2 Sekunden ist zusammengebrochen und dementsprechend passiert nichts. So, und unser Transformator hat ein bestimmtes Eigenschaften in diesem Eisen drinne. Was es ermöglicht, jetzt hier innerhalb von 3-4 Millisekunden, mehr ist es ja nicht, diese Spannungsspitze praktisch aufzunehmen,
zu puffern. Und wenn sie dann wie hier jetzt praktisch benötigt wird, kannst du das wieder rausgeben. So, und ich habe jetzt hier die rote Linie nochmal eingezeichnet. Die ist immer noch 230 Volt. Mit anderen Worten ist der Beweis wieder da. Alle Flächen aus dem positiven und aus der negativen Welle ist genauso groß wie die 230 Volt Effektivlinie. Also haben wir praktisch keine Energie, die wir noch dazu kaufen müssen oder verwenden müssen, sondern wir können die komplett aus dem Eisenkern von diesem Transformator entnehmen. Jetzt verstanden? Gut. So, und das ist das Prinzip von dem E-Safer, jetzt was rein die Oberwellengeschichte angeht, dass wir jetzt noch drei Stufen haben, um praktisch die Spannung nach unten abzusenken. Das leuchtet hoffentlich jedem ein. Okay? Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe hier das kurz nur aufgeklärt, was das Grüne und das Gelbe bedeutet. Könnt ihr euch dann dementsprechend durchlesen, wenn ihr die Folien bekommt. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Was haben wir jetzt an unserem E-Safer neu gemacht? Ich habe hier jetzt nochmal dieses Centron mal dargestellt. Man kann praktisch mit diesen Pfeiltasten auf, ab, kann man hier durch die Menüs scrollen und kann praktisch verschiedene Werte anschauen, Phase gegen Phase, sprich dann hat man 400 Volt in der Anzeige oder wie jetzt hier in dem Beispiel, Phase gegen N hat man die 230 und da kommt man dann auf den LF für den Cosinus Phi, auf den THDI und THDU. Das sind zwei verschiedene Clear-Faktoren, die kann man dementsprechend sich notieren. Und wenn diese Zahlen dann praktisch hier aufschlagen, dann können wir auf jeden Fall mit denen was anfangen. So, wir hatten bisher in der Vergangenheit immer nur eins dieser Messgeräte drin. Und ich war jetzt mit dem Herrn Gode, hatte ich mal einen Kundentermin. Da hat der Kunde so gefragt, ja, du, schön, aber jetzt sehe ich ja gar nicht, wie viel Leistung entnehme ich dem Netz und wie viel Leistung geht jetzt in die Anlage rein. Und das haben wir uns jetzt zum Anlass genommen, ein zweites Messgerät einzubauen. Und dementsprechend können wir zukünftig sehen, das ist praktisch das, was vor unserem E-Safer ist und das ist das, was nach unserem E-Safer ist. Wenn der E-Safer mal ausfällt, sind beide Anzeigen, zeigen dann das Gleiche an. Ist ja logisch, weil dann habe ich das praktisch durchgebrückt und dann habe ich nur noch einen kleinen marginalen Spannungsabfall durch einen Schutzkontakt. So, also auf jeden Fall haben wir jetzt die Möglichkeit, ich sag mal, reelle Werte zu sehen und praktisch dem Kunden auch den Beweis zu bringen, guck an, das pumpen wir in deine Anlage rein und das entnehmen wir nur der Anlage. Und dann sind viele Diskussionen schon mal vom Tisch. Dadurch, dass wir bisher in der Vergangenheit die Strom- und Spannungswerte über sogenannte Messwandler erfasst haben und der SPS zur Verfügung gestellt haben als Analogwert, kann das jetzt wegfallen, weil diese Messgeräte, die haben einen Netzwerkanschluss und die gehen bei uns auf die SPS und dementsprechend erfassen wir die Werte jetzt rein digital und brauchen diese Messumformer nicht mehr und haben dadurch auch weniger Gefahr, dass ein Bauteil ausfallen kann, dass ein Drahtbruch stattfindet oder dass wir irgendwelche Abschirmungsprobleme aufgrund der analogen Signale bekommen. Dann haben wir in dem Schaltschränken bisher immer einen PT100 gehabt, der uns die Innentemperatur misst und zusätzlich noch einen Thermostat, wo ich schon selbst erlebt habe, dass Kunden einen Spieltrieb haben und das Thermostat dann einfach höher gedreht haben und dementsprechend ist der Lüfter im Schaltschrank nie losgelaufen, nur innen drin ist das Ding schon ziemlich knackig warm geworden. Und dementsprechend sind wir der Sache jetzt aus dem Weg gegangen. Das wird praktisch über den PT100 den Wert erfassen. Wir tun in dem Bedienpanel, gibt es jetzt eine Einstellmaske, wo wir als Firma die Werte einstellen, was zulässig ist. Und der Kunde hat dann nachher keinen Zugriff mehr drauf. Sprich, wenn das Gerät jetzt 30 Grad Wärme innen drin hat, wird der Lüfter eingeschalten. Und wenn wir dann aus irgendwelchen Gründen, weil der Lüfter verdreckt ist oder die Filtermatten verdreckt sind, eine Stauhitze bekommen und die Temperatur weiter steigt, dann gibt es anschließend eine Fehlermeldung und wir müssen dann auch in den Sicherheitskreis zurückschalten, um den E-Saver zu schützen. So, dann haben wir als nächstes das Thema Belüftung uns angeguckt, weil ich gerne, ich sag mal, alles ein bisschen einheitlich angucke. Wir hatten bisher oben und unten Lüfter in den Schränken drin, um angeblich eine gute Zirkulation zu bekommen.
Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir blasen unten praktisch kalte Luft, ziehen wir an, führen die praktisch am E-Saver vorbei und oben haben wir einen Luftaustrittsfilter, wo dementsprechend dann die warme Luft der Umgebung wieder abgeführt wird. Mit anderen Worten, ein Lüfter eingespart, ist wieder eine Fehlerquelle weniger und eine Filtermatte, die kostet halt eben nur ein paar Peanuts und von daher für uns auch ein Benefit. Dann haben wir ja etliche Anlagen, die als Containerinstallation verkauft werden. Da hat man ja ein bisschen mühselig in der Vergangenheit Containerisolierung eingebaut. Das wollen wir jetzt zukünftig ändern. Wir haben jetzt dort, jetzt sind wir nach der NF 2014, habe ich jetzt dort vor, dementsprechend Isolierung einzubringen und das auch so professionell, dass wir so einen Container zukünftig in einem Tag fertig machen können. Und dadurch können wir die Heiz- und Kühlleistung reduzieren. Sprich, wir werden auch nicht mehr diese Größe an Klimageräten haben, was natürlich auch wieder ein toller Nebeneffekt für den Kunden ist, dass dementsprechend die Unterhaltskosten geringer werden. Und dementsprechend brauchen wir im Winter auch nicht mehr so eine große Heizung, beziehungsweise das bisherige Standalone-Gerät werden wir entfallen lassen, weil das Klimagerät, was wir jetzt eingekauft haben, hat ja eine Heizleistung dabei, sodass wir diesen Heizlüfter zukünftig nicht mehr brauchen werden. So, dann haben wir unseren Schaltplan. Den fand ich ein bisschen abenteuerlich. Sorry, wenn ich das so in der Runde sage. Ich habe das jetzt mal ein bisschen auf den Stand gebracht. Ich mag Anlagen, wo ich genau weiß, der Kunde ruft an, dann möchte ich nicht erst nach dem Schaltplan suchen. Bei mir ist zum Beispiel auf der Seite 5 immer die Einspeisung. Jetzt ist auf der Seite 6 immer der E-Saver. Dementsprechend meine 24-Volt-Verteilung ist jetzt immer auf der Seite 20. Da haben wir jetzt einfach feste Nummern festgelegt, um eine gewisse Struktur in den Plan zu kriegen. Und wenn wir jetzt optionale Geschichten haben, wie jetzt eine Containerinstallation, wo wir Klimageräte haben oder eine Containerbeleuchtung, dann ist das ein optionales Blatt, was man jetzt dazu nehmen kann oder nicht. Und das Schöne ist, wir können in unserem CAD über eine Excel-Konfiguration diese Seiten praktisch an- und abwählen. Mit anderen Worten, wir sind gerade mit dem Vertrieb im Gespräch, dass wir so ein Projektdatenblatt machen. Dann können wir das zukünftig heranziehen und dementsprechend wird der Plan mehr oder weniger automatisch generiert. Und dadurch können wir gewährleisten, dass auch alle Maschinen einen aktuellen Plan haben mit dem, was sie eigentlich an Optionen verkauft haben. Jo, und dann haben wir noch was festgestellt. Wir haben bisher unsere Schränke mit Betriebsmittelkennzeichnung verkauft nach einer Norm, die es seit etwa 5 Jahren nicht mehr gibt. Das haben wir jetzt in dem Zuge gleich angepasst, weil wenn man jetzt in größere Firmen reingeht, da haben wir dementsprechend Leute, die sich mit auskennen und dementsprechend haben wir das jetzt auf Vordermann gebracht. Vorhin, vor der Mittagspause, habe ich eine kurze Diskussion mitgekriegt, dass ihr wissen wolltet, was dieser Sicherheitskreis ist. Ich habe dann mal eben schnell so ein kleines Prinzipschaltbild gemacht, wie praktisch der E-Saver funktioniert. Wir haben auf der rechten Seite die Zuleitung, die geht auf eine Kupferschiene. Auf dieser Kupferschiene haben wir den Zugang zu dem E-Saver, wo die Last normalerweise drüber geführt wird. Das ist ein Leistungsschalter. Wir führen den über den E-Saver. Wir haben praktisch am Abgang keinen Lasttrennschalter mehr. Den haben wir entfernt, weil wir festgestellt haben, dass der gelegentlich beim Umschalten zu Problemen führen kann und haben die jetzt durch Sicherungen ersetzt, die wir dementsprechend auch melden können, wenn die auslösen. Führen das dann auch wieder auf eine Kupferschiene und an dieser Kupferschiene kann optional eine Kompensationsanlage angeschlossen werden und dementsprechend ist da ein Abgang für die Kundenlast. So, und wenn jetzt zwischen dem Zugang und dem Abgang irgendeine Störung ist, dann nehmen wir die beiden Sachen da raus und dementsprechend wird der Sicherheitskreis eingeschaltet und der überbrückt uns dann praktisch alles und so fährt der Kunde dann praktisch die Anlage, wie er sie ohne E-Saver schon immer betrieben hat. Die Messung, was vorhin angesprochen war, ist praktisch jetzt hier vorne an der Kupferschiene und hier an der Kupferschiene, sodass wir auch im ausgeschalteten Zustand des E-Savers die Werte auf jeden Fall erfassen können.
Gut, ich habe ja jetzt hier noch das Thema Online-Darstellung. Unsere Anlagen sind ja alle im Internet, sofern es möglich ist, bis auf die eine Bank, die wird jetzt demnächst nachgerüstet. Aber im Groben und Ganzen sind unsere Anlagen ja alle im Internet. Und ich möchte euch jetzt mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn so eine Anlage im Internet ist. Was kann der Kunde eigentlich sehen? Und ich habe jetzt hier einfach mal einen Kunden genommen. So, also wir haben das jetzt wie bisher. Wir haben praktisch jetzt hier unsere vier Kurven. Warum jetzt hier an der Wirkleistung oder an der Arbeitsleistung momentan nichts angezeigt wird, muss ich noch nächste Woche mal nachgehen. Aber im Groben und Ganzen sieht man jetzt hier auf der Kurve das, was der Bezugsspannung ist, was der Abgang von dem E-Saver ist, was dementsprechend hier die Wirkleistung ist und wie hier praktisch der E-Saver geschalten hat. Jetzt sieht man hier, es sind sehr viele rote Farben. Diese roten Farben sind jetzt hier diesen Schaltzuständen gewidmet. Rot ist praktisch, die Anlage ist im Bypass. Das bedeutet, das ist garantiert die Eingangsspannung, das sieht man hier, die war zu gering, um dementsprechend den E-Saver in eine Absenkstufe reinzubringen. Und dementsprechend haben wir hier praktisch rote Betriebszustände. Wobei jetzt hier grün sieht man, da haben wir praktisch die Stufe 3. Und da sieht man jetzt hier oben, dass die Spannung auch über 400 Volt ist. Und dann waren wir in der Lage, mit der dritten Stufe dementsprechend auch die Spannung abzusenken auf einen Wert von knapp 368 Volt haben wir jetzt bei dem Kunden. So, ich will nur kurz auf eine andere Darstellung kommen. Ich habe jetzt gerade, was den Herrn Gode angeht, haben wir praktisch versucht, hier ein bisschen mehr Informationen auch abzurufen. Und wir haben das Problem, dass auf diesen Webseitendarstellungen habe ich hier oben zwar viele Icons, die jetzt momentan nicht aktiv sind, weil über dieses Webend kann man dieses nicht aufrufen. Da will natürlich die Firma Siemens dementsprechend eine zusätzliche Software verkaufen, damit man diesen Umfang, den ich jetzt hier gleich euch zeige, auch abrufen kann. Und deswegen sind zum Beispiel gewisse Sprünge auf eine weitere Webseite nicht möglich. Die habe ich hier zum Beispiel deaktiviert. Oder wir haben jetzt hier praktisch alle Schaltzustände, Handautomatik, haben wir praktisch jetzt archivierbar gemacht, weil wir praktisch auch bei Kunden oft gar nicht wissen, warum läuft die so scheiße. Wenn der Kunde die ganz bewusst auf Hand umgeschalten hat und lässt den nur auf Stufe 1 äumeln, dann braucht er nachher nicht heulen, wenn er praktisch nichts spart. Nur wir sind immer in der Beweispflicht, seit wann ist denn dieser Zustand? Und deswegen können wir jetzt hier praktisch da oben auf dieses Handsymbol gehen, wo jetzt No Input steht, draufklicken und dann poppt ein Fenster auf und dann kann man so einen Trend sehen, wann war der letzte Betriebsartenwechsel von Hand auf Automatik, um praktisch dann dem Kunden zu sagen, Herr Bube, da am 13.8. letzten Jahres hast du es umgestellt, warum hast du es gemacht, ist deine Verantwortung. So, jetzt will ich euch aber kurz zeigen, was alles machbar ist. Jetzt bin ich praktisch direkt bei uns auf dem Server. Wir sehen jetzt praktisch die gleichen Bilder, aber dementsprechend habe ich jetzt hier zum Beispiel die Möglichkeit, den Zeitbereich hier auszuwählen. Ich kann also von der Historie auch bis zum Beginn der Installation zurückgucken, was dort in der Anlage gewesen ist. Dementsprechend kann ich jetzt hier unten, sieht man diese Button, kann ich jetzt hier einen Trend aufrufen. Und sehe jetzt, was für mich immer interessant ist, ich möchte alle Kurven in einem Diagramm sehen. Weil oft gibt es ja Situationen, hängt das jetzt mit einem Stromanstieg zusammen, warum die Anlage ausgefallen ist oder war dort eine Lastspitze, war der Cosinus Phi jetzt der Schuldige. Und dementsprechend kann man jetzt hier in dieser Kurve seine ganzen Sachen ein- und ausblenden, die man nicht angezeigt haben möchte. Und da wir hier bei diesem Kunden zum Beispiel festgestellt haben, dass sein Cosinus Phi erschreckend schlecht ist, haben wir ihm jetzt auch noch eine Kompensationsanlage da zusätzlich angeboten. Und jetzt sieht man schon, je mehr Kurven man ausblendet, jetzt sieht man nur noch den Cosinus Phi. Und der geht hier praktisch runter bis 0,8.
Und dementsprechend da, wo wir eigentlich hinwollen, hier oben 0,94, 0,95, können wir stellenweise gar nicht erreichen. Und deswegen haben wir ihm jetzt eine kleine Kompensation mit angeboten, dass er da dementsprechend dann zukünftig noch mehr sparen kann. Und dann hat er auch wieder einen Benefit. So, und hier kann man dann praktisch die verschiedenen Schaltstufen und alles Mögliche an- und abwählen, um dementsprechend das zu zeigen. Und wenn jetzt mal der Bedarf ist, dass wir einen Kunden haben, der mehr haben möchte wie diese Grundseite, dann muss er Stand heute vom Siemens eine zusätzliche Software kaufen. Oder wir sind gerade intern am Diskutieren, ob wir es vielleicht anders zukünftig machen, dass wir hier im Haus was Eigenes entwickeln und so praktisch das als Mehrwert dann dem Kunden anbieten können. So, jetzt kommen wir hier auf die Seite, die dem Herrn Gode so gut gefällt. Er hat einen Kunden, der möchte gerne seine Energieersparnis und einfach so einen kleinen Report bekommen. Was macht denn jetzt so meine Anlage? Drum habe ich jetzt hier diese Tabellendarstellung entworfen. Hier kann man jetzt praktisch den Verbrauch von der aktuellen Woche, von der vorigen Woche, aktuellen Monat, vorigen Monat, aktuelles Quartal, voriges Quartal, Jahr und vorheriges Jahr sehen. Wir sehen praktisch, wie viele Kilowattstunden sind insgesamt praktisch entnommen worden. In welchen Schaltstufen sind diese entnommen worden, um einfach zu sehen, lief das Ding eigentlich überwiegend nur auf der Stufe 1 oder hat es wirklich bis zur Stufe 3 geschafft? Und dementsprechend gibt es jetzt hier diese Energieminderung oder die Energieersparnis. Und da habe ich mit dem Herrn Gode jetzt was Neues uns ausgedacht, dass wir zukünftig den E-Saver für eine kurze Zeit in den Sicherheitskreis zurückschalten und vor jedem Schaltvorgang speichern wir uns diese Daten weg, um zu wissen, aha, in der Schaltstufe haben wir praktisch diese Ersparnis gehabt und wenn wir dann im Sicherheitskreis sind, warten wir ein paar Sekunden, bis das Ding sich eingeschwungen hat, erfassen dann die Werte und können so die Differenz praktisch nehmen und sagen, das war die Ersparnis daraus. So, wir haben hier praktisch die Schalthäufigkeit noch aufaddiert, um praktisch zu sehen, wie der Verschleiß von den Leistungsschaltern und Schützen ist. Weil wenn man jetzt so einen Automatismus einer Messung reinmacht, es war mal angedacht, dass man zum Beispiel 30 Messungen am Tag macht. Das wird ja praktisch, wenn man es jetzt hochrechnet aufs Jahr, sind es dann schon über 2000 Schaltspiele. Und dementsprechend jedes Mal, wenn dann praktisch diese hohe Lastspitze über so einen Kontakt geht, ist das praktisch immer ein Kontaktbrand. Und da ist der Verschleiß natürlich wesentlich höher. Und wir wollen ja, dass die Anlage auch, ich sag jetzt mal, noch lange lebt. Und dementsprechend müssen wir da einfach ein bisschen den Riegel vorschieben, dass wir da einfach gewisse Maximalwerte angeben. Was wir in der Vergangenheit nicht hatten, das ist auch aufgrund eines Kundenwunsches entstanden. Die Anlage ist in den Sicherheitskreis gegangen, weil ein Fehler aufgetreten ist. Und der Kunde hat gar keine Benachrichtigung bekommen, dass da dementsprechend eine Anomalie war. Und wir können jetzt hier praktisch mitzählen, wie viele Fehler sind aufgetreten und wie lange war die Stillstandszeit und dementsprechend wie lange war der E-Saver eingeschaltet. Jetzt gibt es hier ein Kontrollkästchen dahinter, das kann man anhaken und dementsprechend hier unten seine E-Mail-Adresse eingeben und dann wird jeden Montagmorgen automatisch ein Report als PDF-File rausgejagt und dementsprechend kann der Werksleiter, der Techniker oder wer auch immer dementsprechend sehen, was hat sein Baby die letzte Woche getrieben. Ja, das wollte ich euch kurz zeigen, was möglich ist, wo die Reise hingehen wird. Und dementsprechend danke ich erstmal für euer Interesse.